Faden, Föhn und Skalpell, all das sind Arbeitsgeräte von Ingo Kopmann. Der 55-Jährige ist Tierpräparator. Vor Jahren zog der gebürtige Berliner in das Brandenburger Umland und präpariert in seiner Werkstatt nach Kundenwunsch Haustiere oder Tierdummies für Hollywood. Ein Tag im Leben eines Tierpräparators, jetzt der zweite Teil von Dossier24. Mittlerweile ist die Haut des Gerfalken, den Ingo Kopmann für einen Kunden präparieren soll, vom Balk, also vom Körper mitsamt Muskeln und Fett entfernt worden. So, da sieht man, wie verklebte Tierfieder ist. Das muss jetzt alles gewaschen werden. Ja, bring ein Eimerchen mit Wasser. Bin ja wieder da. In der Haustierpräparation gibt es jede Couleur von Kunden, Männlein, Weiblein, egal welchen Alters. Also das ist nicht mehr so, dass das jetzt nur alte Leute sind, sondern es sind durchaus auch Kinder, die mit ihrem Hamster kommen, dann die Eltern mit dabei sind, die am Wellensittich, Panker mit Ratten früher, heute kommen Leute mit Keukarpfen, mit Reitpferden, mit Vogelspinnen, mit Schlangen, mit Heuschrecken und natürlich ganz klassisch Meerschweinchen, Hamster, Wellensittich, Hund und Katze. Und man hat da natürlich auch so ein bisschen Sozialarbeit zu leisten, weil in dem Moment ist der Kunde wichtig und viele Kunden stehen wirklich erschüttert vor ihrem verstorbenen Tierchen, weil gerade Hund und Katze sind ja wie Familienmitglieder. Und da ist ja nicht jetzt irgendein Tier, was einfach stirbt, sondern ist das Tier, was im gemeinsamen Haushalt lebt, mit dem man gemeinsam fit frühstückt oder also einen Großteil seiner Tageszeit verlebt. Und da muss man schon manchmal recht pietätvolle Worte finden, um die Leute so ein bisschen zu beruhigen. Der Vogel geht jetzt in sein Badewasser, das heißt einmal zum Reinigen des Gefieders, weil er ist halt teilweise fettig und naja, ein bisschen blutig, das bleibt nicht aus. Und in dem Wasser ist gleich eine Chemikalie, die als Insektenschutzmittel dient, also verhindern soll, dass später Schadinsekten reingehen in dieses Präparat dann später. Noch ist es ja kein Präparat, noch ist es ja, sagen wir mal, vielleicht nur toter Vogel. So, der verschwindet dann da etwa eine Stunde drin. Ein bisschen Seife ist auch drin. So. Alles schön untertaucht. So. Und jetzt wird schön gebadet. Eine Stunde muss der Gerfalke in der Seifenlösung bleiben. Zeit für Ingo Kopmann mit seinem Hund Faron zu spielen, einem 4 Jahre alten irischen Wolfshund. Ey, lass die Blumen in Ruhe. Mit meiner Familie haben wir darüber auch mal gesprochen. Also bei mir würde sowas höchstens, wenn ich jetzt einen seltenen Papagei hätte, der eine tolle Farbe hat und zu dem ich persönlich keine so große Bindung habe, ist das was anderes. Ich kann aber nicht an einem Hund, den ich vielleicht 10, 12, 13, 15 Jahre habe, Hand anlegen. Das ist genau wie ein Chirurg, der seine Frau operieren sollte oder sein Kind. Funktioniert nicht so richtig gut. Und einem anderen Präparator, weil man um die Schwierigkeit der Präparation weiß, wäre man unfair gegenüber, weil man dann sagt, ah, hier und da, man weiß, man kann so ein Tier nicht zu 100% präparieren, man kann ihn zu 99% präparieren, diese 1% wäre dann das Leben. Das Tier lebt nicht mehr, es ist immer statisch, es ist immer tot, es ist immer hart und steif. Und ich mache es für meine Kunden gerne, für mich kommt es aber soweit nicht in Frage. Sagen wir mal, ein Tier mit ganz langen Haaren, weiß ich nicht, jetzt ein Yorkshire Terrier oder ein West Highland Terrier, hat ja relativ viel Haare oder ein Pudel, der jetzt nicht geschoren ist. Der ist natürlich vom Arbeitsaufwand nicht ganz so wie ein Rottweiler. Sehr kurzhaariges Tier, wo man jeden Muskel dran sieht. Da muss ich natürlich ungleich präziser und vorsichtiger arbeiten. Auch bei Vögeln, kleine Vögel, große Vögel oder eben beim Säugetier kann ich eben einen Wiesel präparieren oder einen kleinen Hamster oder ein Reitpferd. Naja, und da ist natürlich dann schon mal die Spanne zwischen 70 und 15.000 Euro oder 20.000 Euro. Aber so die normale Präparation findet, sagen wir mal, irgendwo ab 70, 80, 90 Euro statt. Und bei Haustieren endet die natürlich beim Pudel oder bei einer Katze bei 400 Euro. Beim großen Hund, sagen wir mal, sind es 1200. Und wenn ich jetzt einen irischen Wolfshund habe oder so, dann kostet sowas eben 15, 1800 in dem Dreh. Jetzt ist der Vogel in der Schleuder und da bleibt jetzt ein paar Minuten drin, um die grobe Feuchtigkeit schon mal rauszubekommen. Und der Rest wird nachher im Kartoffelmehl getrocknet, also in der Speisestärke, weil die Speisestärke sich mit dem Wasser verbindet, aber nicht an den Federn kleben bleibt, wie zum Beispiel Weizenmehl täte. Aber um schon mal eine Menge Flüssigkeit rauszubekommen, kommt er erstmal jetzt in die Schleuder, bleibt da ein Momentchen, bis das größte Wasser raus ist, und dann werden wir mal gucken, was da wieder ans Tageslicht kommt. So, das Kartoffelmehl dient jetzt dem Trocknen des Vogelbalges. Wir machen das Kartoffelmehl natürlich auch innen rein, damit, wenn Federn mal nach innen klappen, die nicht mit der Bauchdecke so in Berührung kommen und unnötig einfetten. So. Leute, die sich ihre Haustiere präparieren lassen, indem sie nur die Skelette haben wollen oder zum Beispiel nur die Haut gegerbt haben möchten. Aber es gibt auch Leute, die ihre Präparate später anziehen. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat, ich glaube, Möpse oder kleine Bulldoggen waren es präparieren lassen, und die haben dann später eine Krone aufgehabt und haben Prinzen- und Prinzessinnenkostüm angezogen bekommen. Wir haben Kunden gehabt, die haben sich ihre Schlange, die 10 Jahre mit denen in einem Haus gewohnt hat, sogar im Ehebett mitgeschlafen hat, zur Reizwäsche umarbeiten lassen. Wir haben Schäferhunden als Bettvorleger gearbeitet und Leuten, die 16 Wellensittiche hatten, 14 davon waren präpariert, und die letzten beiden Wellensittiche nach dem Tod präpariert. Und wir hatten auch schon die Anfragen, ob wir die Schwiegermutter präparieren. Ernsthafte Anfragen. Also nicht der Witz, totschlagen müsst ihr so alleine, aber die Frage, ob wir auch Menschen präparieren oder Menschenteile. Ich bin biologischer Präparator für die Tierwelt und dabei möchte ich auch bleiben. Also ich benutze jetzt ganz feine Holzwolle zur Nachbildung der vom Knochen entfernten Muskulatur. Die haben wir vorher entfernt, damit da nichts gammeln kann später. Also dass wir so wenig organische Restrückstände wie möglich in einem Präparat lassen. Und haben das jetzt versucht, mit der Holzwolle so naturgetreu wie möglich der Originalmuskulatur nachzuempfinden. So ein Präparat ist eigentlich, wenn man es heute, wenn es ein Fachmann macht, eigentlich unbegrenzt haltbar. In Anführungsstrichen. Also das heißt, unbegrenzt heißt, sie werden uns überleben. Die sind natürlich nicht über Jahrhunderte haltbar, was ich in diesem Qualitätszustand, wie wir ihn als Präparat vielleicht kennen. Das liegt daran, dass man den Zersetzungsprozess natürlich nur aufhalten kann. Auch eine moderne Gerbung kann diesen Zersetzungsprozess nur eindämmen. In 200, 300 Jahren muss man sich vielleicht einfallen lassen, wie man die Tiere weiter schützt. wir haben, glaube ich, fast 275 verschiedene einheimische Singvögel, von denen ich sicherlich noch nicht alle in der Hand hatte. Also ich kann sicherlich niemals von mir behaupten, so ziemlich alle Tiere präpariert zu haben. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Was ich eben mal gerne täte, wäre eben mal vielleicht eine große Tiergruppe zu machen. Mehrere Zebras oder Giraffen, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal die Gelegenheit, wenn nicht, kann ich auch damit leben. Ja. Was meinst du, wie lange brauchst du? Das Essen ist fertig. Ich komme. Ich bin soweit fertig. Fertig? Jo. Ja. Naja, ich mache morgen weiter. Ich muss den Bus, muss den erstmal hinsetzen. Kommst du, Laura hat's Essen fertig, ja? Okay. Okay, bis gleich. Jo. Ich sag Bescheid, dass du kommst. Okay. Das wird sicherlich mein Job bis zur Rente bleiben. Wenn es nebenbei noch die Möglichkeit gäbe, mit geringem Aufwand sehr viel mehr Geld zu verdienen, wäre ich sicherlich bereit, da auch nochmal einen Handschlag zu tätigen. Aber was meine Passion angeht, meine Leidenschaft, meine Liebe zum Beruf, wird das sicherlich bis zur Rente mein Beruf bleiben.